Die sah ziemlich cool aus und auch ihre Wohnung gefällt mir. Oder ihr Unterschlupf. Oh Gott. Orcom-Gebäude reinzukommen. Ich habe auf deinem Beat eine Datenschleuse markiert. Stell einfach mit deinem Handschuh eine Verbindung her, dann erledige ich den Rest per Remote-Zugriff. Alles klar. Wir sind schon unterwegs. Also Plastic, wie sieht's aus? Oh, hey Noah. Faith hilft mir dabei, Rechenleistung vom Orcom Gateway umzuleiten. Das ist die einzige Möglichkeit, die Laufwerksverschlüsselung zu knacken. Und die Gateway-Umleitung ist alles, was du dafür brauchst? Ja. Naja, möglicherweise muss ich für mich auch noch einen Grid-Node hacken. Möglicherweise oder auf jeden Fall? Das ist keine binäre Frage. Dann nehmen wir einfach mal an, die Antwort lautet auf jeden Fall. Oh mein Gott. Diese Dinger sind ziemlich gut gesichert, Faith. Nur, dass du es weißt. Diese Schwingdinger sind interessant. Setz das Mag ein. Wir sind schon drüben, ne? Gut. Die Datenschleuse ist ziemlich weit oben. Also, Plastik, was hast du in letzter Zeit so gemacht? Wieso fragst du mich das? Nur so, ich wollte ein bisschen plaudern. Der will erstmal plaudern, weißt du? Halt doch mal den Mund. Wir sind hier gerade voll auf so einer Mission. Ein ziemlich hohes WFYO-Bürogebäude. Vielleicht kommst du ja auf diesem Weg weiter nach oben und dann wieder zurück zu Allcom. Okay, ja, ich mach doch. Bist du Dieb? Ich bin bei WFYO. Du siehst aber lustig aus. Ah, das Gebäude hat einen Aufzug mit Außenzugang. Er könnte hilfreich sein. Oh, hier liegt ein Dokument. Das hätte ich jetzt gar nicht bemerkt. Wäre der Typ da nicht gestanden? Hier. Ah. Noah hat dich gebeten, das gestohlene Laufwerk zu einer Hackerin namens Plastic zu bringen, die sich als exzentrische Teenagerin entpuppte. Sie hat herausgefunden, dass das Gerät von Omnistat stammt, Cascadias aggressiven nordwestlichen Nachbarn. Um die komplexe Verschlüsselung zu knacken, benötigt Plastic jedoch mehr Rechenleistung. Um das zu erreichen, hat sie dich zu einer nahen Allcom-Einrichtung geschickt. Sobald du dir Zugang zu ihr verschafft hast, musst du eine Datenschleuse umleiten und das sollte es gewesen sein. Zumindest behauptet Plastic das. Ich klebe die ganze Zeit an meinem Tisch fest, das ist so furchtbar. Es hat eine gewaltige Speicherkapazität. Ich hätte nicht gedacht, dass Omnistat derart fortschrittlich ist. Was ist mit unserem Kopf? Ich hatte vermutlich ein Omnistat-Spion oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall. Das ist ausländisches, könnte sogar ich sehen. Aber Omnistat, die Sache muss für Sie ziemlich wichtig gewesen sein, wenn Sie dafür Agenten bis zu uns nach Glass schicken. Das würde vielleicht auch erklären, warum Krugersack die Sicherheit in letzter Zeit derart verstärkt hat. Ihr Grid-Traffic hat sich verzehnfacht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gabriel Kruger sonderlich glücklich darüber war, inmitten seines kleinen Königreichs plötzlich auf Omnistat-Agenten zu treffen. Was denn für ein Königreich? Moment. Er ist überhaupt kein König. Nein, ich meinte... Ach, schon gut. Eine Aufnahme. Okay. Die wird auch nicht abgespielt. Hier muss ein Geheimnis sein. Irgendwo muss hier ein Geheimnis sein. Vermutlich kommen wir an das Geheimnis nur an, solange wir... Da! Ich sehe es. Moment mal. Nee, so kommen wir da nicht hoch. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das war nicht geplant. Wo zur Hölle sind wir da hingesprungen gerade? Ich wollte nur die Wand hochlaufen. Ja. Das war nicht so gut. Oh mein Gott, das hat funktioniert? Das hat auch... Oh mein Gott, mein Herz bleibt stehen. Mein Herz bleibt echt noch irgendwann stehen. Wenn ich weiter so eine Sprünge machen muss. Das ist ja... die Härte. Und jetzt? Faith, lass dich bitte nicht sehen. Wo müssen wir hin?
Ist hier noch irgendwo wer? Kommt da wer? Nee, ne? Ich finde die Musik sehr cool. Interagiere mal. Ich habe die Schleuse gefunden und stelle jetzt die Verbindung her. Perfekt. Dann legen wir mal los und... Verdammt. Was ist? Ich muss auch noch einen Prioritätsswitch umlenken. Der nächste befindet sich ein paar Stockwerke unter dir. Faith, in der Kruger-Sektzentrale sind Meldungen über irgendwelche Vorgänge im Allcom-Gebäude eingegangen. Ich vermute mal, dabei geht es um dich. Wieso vermutest du das? Bam. Natürlich geht es um sie. Schon gut. Trödel einfach nicht allzu lange rum, Faith. Okay, tschüss. Ich will ihr nur sagen, dass sie schnell sein muss, Plastic. Naja, ich schätze mal, das ist sie sowieso. Sie ist schließlich eine Runnerin, oder? Oh mein Gott, wir können uns darauf lieber nicht abrollen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das mit dem Kämpfen? Ja, doch, es funktioniert. Da mal rein da. Runter da. Was ist da? Eine Aufnahme wieder. Also muss ich diese Möglichkeit. Ach, jetzt wird's abgespielt. Hast du Hunger? Ich hab gefrühstückt. Das war vor 9 Stunden, Erika. 9 Stunden? Verdammt. Entschuldige, aber ich bin so nah dran. Die Antwort liegt direkt vor mir. Ich muss nur. Wie geht's dem Mädchen? Ich hab sie zur Mauer gebracht. Hier sind nur du, ich und dein brillanter Verstand. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht gerade brillant. Vielleicht mache ich mir ja nur etwas vor. Machst du nicht. Woher willst du das wissen? Ich weiß es einfach. Deine Arbeit wird Cascadia für immer verändern. Sie wird die Welt verändern. Mag sein. Als ich diesen verfluchten Algorithmus hier fertig kriege. Hey, hey. Das wirst du. Aber erst brauchst du eine Pause. So, ich dachte, wir bleiben mal kurz stehen, bevor ich hier jetzt weitergehe und irgendwo mitten im Kampf bin. Dann können wir nämlich nicht in Ruhe zuhören. Das wäre echt doof. Ja, da unten sind aber viele. Und jetzt? Ich muss da runter? Ach so, ja, wenn sonst nichts ist. Ja, super. Super Faith. Erstmal einen Bauchklatscher vor denen gemacht. Du warst hier nicht. Ich halte dir den Rücken. Bin die Einzige? Hey, wer ist da? Control? Ja, bestätigt. Control. Lol, das waren schon alle? Ja, easy, würde ich ja mal sagen. Ich hab's gefunden. Richtig. Okay, die Verbindung wird hergestellt und ich bin drin. Oh, wird jetzt eine Weile dauern. Schockprotektor, schwerer Nahkampf. Na danke. Na, das ist doch schön. Ach du Scheiße. Wie ist die Lage? Dann tun wir mal was für unser Geld. Ach, da ist ein Runnerin. Alter! Oh mein Gott, da bin ich aber gerade ein bisschen... Alter Schwede. Das war jetzt. Die waren. Ja. Ach, Scheiße, noch so einer. Okay, wenn es nur einer. Au! Au, nein!
Ich wollte ausweichen. Ich sehe sie. Jetzt haben wir sie. Oh mein Gott. Alles klar. Der Raum ist offen. Ich bin fertig. Ich raste aus. Du solltest dich jetzt zu dem Gridnode aufmachen. Ich hatte also recht. Ich habe auch nie was anderes behauptet. Ich dachte, ich könnte den Gridnode über Orcom steuern, aber die Firewall verhindert es. Ich raste aus, wenn wir noch mehr kämpfen müssen, ey. Ach du Scheiße. Ja, lass mich aber durch. Ich renne einfach weg jetzt. Das bringt ja nichts. Wir haben nur noch einen, so einen Lebensdingsbums. Ich bin draußen. Gut. Der Gridmode ist nicht weit von deiner aktuellen Position entfernt. Oh Mann. Ein Upgrade. Wir haben ein Upgrade. Bewegung. Hocke. Ich hätte gerne den Doppel-Wall-Run. Das wäre schön. Danke. Positionsvorteil. Shock-Protector. Ach ja, schön. Sentinel. Es gibt Sentinels. Nein. Ich finde, Shock-Protector, die machen mir irgendwie gerade sehr Angst. Höherer Schaden durch schwere Angriffe von hinten. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Was kommt danach? Positionsaustausch. Gelange schnell in den Rücken deines Gegners und nutze die Gelegenheit für einen Folgeangriff von hinten. Höhere Schaden durch schwere Übergangsangriffe von oben und durch direkte schwere Übergangsangriffe. Puh. Ach komm. Schwere Angriffe von hinten. Auf geht's. Werden wir irgendwie verfolgt? Weil mir hier immer noch wer angezeigt wird, so. Aber doch nicht dieser Helikopter, oder? Ich hoffe nicht. So, was machen wir denn jetzt für eine Mission? Infiltriere den Gridnode. Boah, wir sind immer noch nicht fertig damit. Die Gridnodes sind die Grundlage des Grid. Sämtliche Daten in Cascadia werden von Orcom durch sie hindurchgeleitet und gefiltert. Ich wollte mich schon seit einer ganzen Weile in einen einklinken. Ich wusste nur nicht, wie ich das anstellen soll, ohne selbst reingehen zu müssen. Es gibt ein paar Runner, die ihren Beat mit einem Gridnode verlinkt haben. Angeblich erhalten sie so jede Menge nützlicher Informationen. Hast du das schon mal gemacht, Noah? Ja, aber sie haben seitdem mehrere Updates eingespielt. Dadurch ging die Verbindung verloren. Puh, da bin ich ja mal gespannt. Wie schwierig diese Mission wird. Oh, wir müssen sowieso hier lang. Na, das passt ja gut. Das ist merkwürdig. Irgendjemand hackt sich in den Grid, aber ich kann nicht sehen, wer es ist. Er ist gut. Der Angriff konzentriert sich auf Anchor und die Umgebung der Bubble Mall. Jetzt werden die automatischen Notfallsysteme deaktiviert. Hier ist was. Ist das Omnistat? Nee, es kommt von irgendwo innerhalb der Stadt. Naja, ich schätze, wir werden es noch früh genug herausfinden. Oh. Das klingt nicht gut. Hey, versuch durch einen der Kühlschächte reinzukommen und arbeite dich dann zur CCU nach oben. Du musst sie nur mit deinem Beatlink verbinden, dann erledige ich den Rest. Und löse auf keinen Fall die Sensoren aus. Okay. Oh, und CCU steht übrigens für die zentrale Steuereinheit. Ich glaube zwar nicht, dass dich das interessiert, aber jetzt weißt du's. Alles klar. Gridnode Run. Wie sich herausgestellt hat, war der Orcom Run nicht genug. Um herauszufinden, was auf dem Laufwerk ist, benötigt Plastic die volle Leistung eines Gridnodes. Die Gridnodes sind über die gesamte Stadt verteilte gigantische Datennexus, die einen essentiellen Bestandteil des Grid bilden und alles andere als leicht zu hacken sind. Wenn es dir jedoch gelingt, könnten dadurch außerdem wertvolle Informationen auf deinem Beatlink verfügbar werden. Das Gefühl, dass wir wieder kämpfen müssen. Kannst du hier einfach... Achso, wir können hier ran uns hochhangeln. Alles klar. Ich bin drin. Denk dran, du musst nach oben zu CCU. Und halt dich von den Sensoren fern. Außer natürlich, du hast Lust auf weitere Begegnungen mit Krugersack. Was ja durchaus möglich wäre. Halt die Klappe, Kuma. Ach du Scheiße. Hast du die Größe in einen Gridnode eingeklinkt? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, du hast ihm was voraus, wenn du das hier überlebst. Und das solltest du auch besser sonst. Sonst was? Nein! Du liegst in einem komplett anderen Gebäude als du, das außerdem noch ziemlich weit entfernt liegt.